Grundsätzlich musst du dir das in deinem Leben so aneignen, dass du verstehst, wenn dir jemand eine Frage stellt, wie du die zu beantworten hast. Weil wenn du das nicht möchtest, warum sollte dir ein anderer Mensch diese Frage, die du jetzt hast, beantworten? Und da liegt wirklich der sogenannte springende Punkt, der so bedeutsam ist, wo du dir immer wieder vor Augen führen kannst, wieso ist das so? Weil du jetzt noch nicht bereit bist, aber irgendwann mal verstehst, warum es grundsätzlich wichtig ist, Fragen zu beantworten, damit du auch irgendwann mal die Möglichkeit hast, eine Frage, die du hast, beantwortet zu bekommen. Und erst dann, wenn du verstanden hast, warum Fragen ganz normal sind und du was zu dieser Frage sagen kannst, erst dann verstehst du auch, dass man sich grundsätzlich austauschen und helfen sollte. Und diese Hilfe ist auf tagtäglicher Basis zu verstehen. Weil du hast da nichts von, wenn du jetzt wirklich eine Frage hast und versuchst, dir diese selbst zu beantworten und es gibt da draußen jemanden, der kann diese Frage beantworten und du nimmst das nicht wahr. Genauso nimmst du das dann ja nicht wahr, wenn du eine Frage beantworten kannst, diesen Menschen zu helfen. Und das ist dieser logische Trugschluss, den du dir jetzt mal wirklich verdeutlichen solltest, warum das insgesamt gesehen so wichtig ist. Mach dir das wirklich zur Aufgabe und verschaff dir diesen Vorsprung. In diesem Sinne, denke daran und bis dann.